Ja, hallo, und da sind wir schon wieder zurück bei Hexe 2. Manti ist auch hier und bestaunt gerade die Felsologie. Und ja, wir waren ja bei unserem wunderbaren Bauprojekt hier stehen geblieben. Es ist echt verrückt, was wir hier alles zimmern werden. Hier ein richtig schöner Gang mit Blick auf unser Dorf. Es ist halt echt super schön. Wir können durch die Zäune auch dann ziemlich nah rangehen hier. Das ist echt gut und das ist umso... Ja gut, wenn das hier tiefer wäre, ja, das mit dem Zaun nicht so wirklich. Da wollten wir uns ja noch ein bisschen rantasten, wie wir das idealerweise machen. Hier schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Erstmal ist es wichtig, dass wir es hier hinbekommen. Und hier bei diesen Flügen, die ich schon unternommen habe, hier mit unserem lustigen... Oh, der hat sogar echt ein Amulett da. Das ist echt Premium. Gut, dass wir das Manticore-Eier hatten. Holy shit. Ja, hier beim Überfliegen sah man auf jeden Fall, dass hier diese Strecke viel zu nah dran ist. Wir müssen also noch ein bisschen weiter... Deswegen, wir nehmen das hier wirklich so als kleine Laufroute und bauen das dann nachher weg. Es sollte natürlich ein bisschen schon in der Luft sein, weil es hier auch echt eine Steigung schon nach unten ist. Oh, wir gucken mal hier, vielleicht ab der Höhe. Ja, das ist irgendwie sowas in der Mitte. Wenn es auf der Höhe wäre, ich mit D'accord. Können wir natürlich jetzt hier Alter, lauter Fliegen hier rum. Das ist cool, die Sommerzeit, ey. Kaum lüftet man mal mit, wenn es draußen dunkel ist. Schon gehen die komplett haywire. So. Ja, so hier ungefähr. 1, 2, 3, 4. Wunderbar. Und dann machen wir mal hier schön. Das kriegen wir doch auch hin. Okay, wir brauchen natürlich wieder viel mehr Spruce. Aber das wird ja absolut, das hat ja Verhältnisse, dass wir uns nicht mehr schleudern müssen. Das ist absolut wild. Okay, wenn wir natürlich dann da, dann müssen wir natürlich, boah, müssen wir früher hoch, habe ich so das Gefühl. Na, mal schauen. So, okay, wir bauen auf jeden Fall jetzt mehr Slips. Haben wir nicht einen Bauding? Stimmt, wir haben immer Crafting Station dabei. Sollten wir mehr unseren Rucksack beehren. So, sehr schön. Ja, da gibt es immer straight hier alles raus. Wunderbar. Zack. Hier nochmal 2 volle Stacks und noch ein bisschen. Das wird, ja, das wird ambitionierter hochzukommen. Vor allem, wenn wir die 4 einhalten wollen. Okay, das ist natürlich... Okay, ja gut, das hat ein bisschen gebuggt. Das ist schade. Wieder ein Slap verloren, ey. Können wir es uns leisten? Ich weiß es nicht. Also langsam müssen wir dann den Cut machen und natürlich dann... Obwohl, es passt noch alles. Es könnte wirklich... Es ist so ein Fall von, könnte genau hinhauen. Wir schauen einfach mal. Wir lassen uns hier ordnungsgemäß überraschen. Die Slaps ist halt echt super hier, dass die Slaps dann sich nicht verbinden, sondern man die getrennt abbauen kann. Das ist ein absoluter Segen. Was natürlich nicht passt, ganz offensichtlich, ist das hier mit den Vieren. Oh, aber nicht viel. Aber gut, das ist glaube ich, auch in Ordnung, wenn wir das dann hier einfach noch 2 weitermachen. Ja. Als ob das irgendjemandem auffällt hier. Nachher ist es dann eh, glaube ich, komplett Wumpe, wie wir das gebaut haben. Hier ist doch richtig, ne? Genau, da bauen wir hier uns 1 weiter. Weg hiermit. Genau, 4. Ich glaube, 4 ist Optimum. Da haben wir eine 6er Breite insgesamt. Ja, schon ganz angenehm. So, noch 1. Die Flächen ja... Okay, ja, das ist super schlau. Die Flächen ja mehr oder weniger quadratisch, wenn man so will. So, 4. Das kriegen wir auch super hin. Diese eine Sache, dass es hier nicht ganz passt, gut, triggert schon so ein bisschen, dass es dieses, nicht diese Quadratur hier einhält. Vielleicht bauen wir das auch nochmal um, aber das konnte man schwächt. Ja, doch, ich glaube, ja, doch, der Perfektionist in mir, der möchte das tatsächlich noch gleich haben. Bevor es noch irgendwelche Zuschauer triggert, machen wir das lieber gescheit. Das will ich mal sehen, dass es passt. Das passt auch nicht ganz. Okay. Dann lassen wir es wahrscheinlich wirklich besser. 3, 4. Achso, nee, hier nicht. Hier 1 höher.
dann das runter abbauen, genau. Da liegt so einiges im Argen. Ja gut, hier ist natürlich Schiss. Ist die Frage, ob es wirklich eine Rolle spielt. Hier triggert es mich schon so ein bisschen. Hier erschreckenderweise wenig. Obwohl hier, ja nee, das nervt schon tatsächlich. Das hier möchte ich auch gerne, dass das direkt wieder tiefer geht. Aber wie will man sowas vorher abstecken? Ne? Das ist natürlich unmöglich. Hier Chiselstone Bricks, aber man macht hier auch einen ganzen Hintern voll. Das ist so eine Sache. Und das geht ja dann direkt hier hin. Ja, sehr schön. Genau, dass das so ist. Und dann geht es ab dem hier wieder dahin. Ja, ja. So handhaben wir das. Ja, hier ist natürlich Quatsch. Wunderbar. Ah, Kevin Pinken. Oh, das ist... Oh, wie hieß das Spiel denn jetzt nochmal? Vergessen. Drifting. Ah. Das Spiel gerade echt vom Titel vergessen. Was ist eine Scheiße. So, ja. Hier, wie gesagt, triggert Giganorm. Okay, aber erstaunlich viel aufgesammelt. Ja, das muss auf jeden Fall hier sein. 1, 2, 3, 4 und dann, ja, über die 2 Reihen. Müssen wir ein bisschen... Ah, das kriegen wir schon hin. Werden wir wohl nicht dran sterben. Also sind die sich... Spruce haben wir auch überall hier. 1, 2, 3, 4. Gut, hier sind es erstaunlicherweise auch wieder 2. Haben wir doch ganz schön viele dafür aufgesammelt. Dafür passt es aber echt noch insgesamt echt gut. Vom Augenmaß her ist wirklich Augenmaß, dass es hier passt. Das passt echt gut. Aber natürlich könnte man das natürlich ein bisschen runder hier gestalten, aber da bin ich auch so schlecht drin. Im schönen. Beziehungsweise wir können das später auch noch verbessern. Wir können das jetzt erstmal so als groben Sketch lassen und dann theoretisch auch nochmal so hier so kleine Verbindungsstrecken machen. Ich glaube nicht, dass ich so gut rund bauen kann. Wir werden sehen. Also das ist wirklich so Sachen, wenn uns das nachhaltig stört, wir können das alles nochmal anpacken. Gar kein Ding. So, 4 und hier haben wir auch wieder 2 zu viel. Wer hätte es gedacht? Hier sollte man natürlich bei dem... Ja, da soll es natürlich schon tiefer anfangen. Sehr gut. Dann können wir doch jetzt eigentlich doch echt ruhigen Gewissens das Ganze hier oben einfach abbauen, ne? Ein Hoch auf Klee Slabs, Alter. Holy shit, das ist... Bau mit Slabs war immer genau aus diesem Grund so ein Frustding, weil man da sich häufig verbaut und dann... Ach, nur Pain. Jetzt muss ich sagen, es ist aber ein bisschen... Obwohl, wenn wir hier runter wollen, shit, yo. Da müssen wir uns natürlich dran halten jetzt hier. Ach du Scheiße. Das wird natürlich eine Sache. Oh Mann. Wenn wir natürlich jetzt hier... Oh ja, okay. Dann ist es, da haben wir schon eigentlich quasi fast zu hoch angefangen dafür. Da müssen wir jetzt ja hier... Da würde ich fast sagen, machen wir jetzt wirklich hier dieses... Hier dieses Stufenkonzept. Das ist natürlich wirklich absolut... Pain, hier runter zu kommen. Da müsste man sich eigentlich das aus Erde irgendwie vorbauen, diesen Weg. Was aber auch nicht schön ist. Da bräuchte man echt so eine Art Hookshot oder so Geschichten. So, und hier oben haben wir natürlich auch noch ein wunderbares Bett. Wir haben ja alles hier, ist vorrätig. Hier passt es nicht, aber hier können wir wunderbar schlafen. Das ist bescheuert. Oh Mann, jetzt gilt es natürlich echt, dann eine gescheite Lösung zu finden. Der mal auch zufrieden ist. Nehmen wir auch besser mal mit. Lassen wir noch im Inventar, also nicht direkt schon wieder. Okay, genau. Ja, er hat aber auch absolute Unmengen durch diese Stegbauerei. Das ist echt nicht mehr feierlich. Da habe ich so das Gefühl, wir müssen dann auch wieder hier erst dieses Zeug machen, dass wir hier wirklich rasant einen Abstieg machen. Hier nach dem Berg passt eigentlich ganz gut. Achso, genau. Wir wollen ja hier noch erstmal craften. Ja, auch nochmal schön hier das Ding, beziehungsweise das werden wir auch nochmal schön aufbrauchen. Hier Nummer 4. Ja, sehr nett. Gut, dann geht es halt hier schön brav weiter.
Das wäre natürlich echt richtig Krebs. Vor allem, weil wir mit dem Hanglider können wir ja da nicht zeitgleich... Da müssen wir echt jetzt mit Manti... Wir müssten mit Manti reisen. Und dann können wir schon mal... Wir haben doch auch im Haus Öfen, ne? Da können wir schon mal viel Zeug reinwerfen. Ja, du kommst gleich hier zum Einsatz. Ich meine, wir haben was, aber ich glaube ohne Kohle oder wie ist das? Ohne Kohle, aber wir holen uns auf jeden Fall erstmal Stein. In rausten Mengen, muss man sagen. Denn von diesen Stonebricks brauchen wir so viel. Ja, hier haben wir ja Öfen, klar. Die haben bestimmt längst keine Kohle mehr. Nee, das stimmt. Keine Kohle. Vorrätig. 4 Sticks, klingt geschmeidig. Leider keine Slip-Möglichkeit, weil die werden ja dazu normalen Stones sind. Das kann man sich ja direkt schenken. Dann würde ich sagen, wie viel Coal haben wir? Einen ganzen Stack, wunderbar. Dann kriegen wir das ja gut aufgeteilt. Da haben wir sogar noch für eine Ladung dazu vorgesorgt. Jetzt bekommt man endlich mal das Haus nochmal richtig zu sehen, ne? Das ist echt schon verrückt. Sehr schön. Gut, brutzelfein. So, dann wird jetzt, ja, wahrscheinlich doch, ne? Runterfliegen, ich habe keine Ahnung, da gibt es auch eine Taste für. Oh, das wird natürlich trotzdem noch relativ AIDS werden. Oh, weil der auch so stückartig hochgeht. Alter, ja, das viel Spaß, Alter. Oh, Junge. Und das dann wieder abzubauen, diese Kacke da. Das ist übelster Schmerz. Oh. Okay, ich hätte ihn verletzt, aber das stimmte nicht. Oh, herrje. Oh, Leute. Ich habe so ein bisschen Feeling für bekommen. Es ist aber trotzdem noch absoluter Schmerz. Es ist Schmerz. Oh. Aber wenn wir hier wie Bad Wars ADHS-Kinder an den Tag... Oh nein, das ist nicht gut. Wie Bad Wars ADHS-Kinder könnten wir das hier schaffen. Ja, das ist sinnvoll. Was war das denn für eine Rotze jetzt da? Das war aber nur, weil das irgendwie mit den Hitboxen nicht gepasst hat, ne? So, kriegen wir das jetzt hier hin? Wo wir könnten es das zunutze machen. Wenn da noch was dran wäre. Ah, da ist was dran. Oh. Perfekt. Und dann können wir hier... Genau. Das brauchen wir auch nicht. Sehr schön, wir brauchen das echt nur einmal. Ja, das passt nicht. Das sehen wir ja so. Komm, wenn wir das jetzt hier... Das können wir abschätzen, dass das nicht passt. Das können wir abschätzen. Nee, ich glaube, diesen ungenutzten Bereich müssen wir uns jetzt zunutze machen. Diesen ungenutzten Bereich müssen wir uns zunutze machen, ja. Dass wir jetzt hier sagen, meinetwegen machen wir jetzt dann hier schon die 4. Ja. Reicht doch absolut. 2, 3, 4. La la la. La 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 la. Genau, und dann bauen wir das hier schön weiter. Oh, hier ist überall noch Schmutz dran. Da ist auch noch ein Schmutz. Hier drauf können wir natürlich dann da abbauen. 9000 IQ und dann, ja. Dann das. Oh Mann, ey. Ja, das ist so ein bisschen der Aufwand, ein bisschen dieses, frickelige. Man gerade in der Luft so schwer bauen kann. Außer man fliegt natürlich selbst, aber das ist ja in Vanilla Minecraft auch relativ schwierig möglich. Deswegen ist man bei den meisten Bauwerken dann eher so darauf. Aber hier ist es auch hier, das ist so ein Bereich, den hat man absolut noch nicht mit dem Arsch angeguckt. Eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ja, jetzt müssen wir wieder fliegen. Ja, treuer Genosse hier. Mit den Zügeln in der Hand. Das ist echt genial. Gut, dass wir die jetzt hatten, das war echt ein goldenes Timing. Perfekt. So, hast du uns wieder weitergeholfen. Tschüss. Fall ich hier schon runter. Ja, er hat seinen Weg. Genau, wie gesagt, das ist halt immer so eine Sache. Man kann das dann hier so und dann das wegbauen und dann hoffen, dass man so grabben kann. Und dann machen wir einfach hier weiter. Es ist halt von unten nach oben tausendmal einfacher, aber naja, wir werden erstmal gucken. Ich denke mal, mit der Höhe kommen wir hin. Genau, wenn wir hier diese Vierer-Tendenz machen. Auch ein bisschen Variation. Ja, und hier bei diesen Ecken
daran wollte ich dann wohl quasi eine neue Platte anfängt sozusagen an der Ecke oder auch hier perfekt hier so ein Eckpunkt. Hier kommen dann schöne Sprucewood-Pfeiler nach unten, die das Ganze auf quasi aufstützen. So zumindest die Vision, ob sich das dann gut macht, wird man immer noch sehen. So, 4 haben wir hier, also wir brauchen wieder hier unseren Mandy. Oh Mann, ey. Diese Sache kann man keinem erzählen, Alter. Bloß nicht runterfallen, aber... Ja, okay, machen Abflug. Naja, ist ja hart im Nehmen. Könnte meine hätte Flügel. Na, in so einer Lavagrube. Oh nee, das wollen wir nicht. Ich weiß gar nicht, ob der dann bleibt. Ich hatte irgendwie im Kopf, die droppen dann das Amulett, womit man die dann wiederbeleben kann, aber ich bin mir mal nicht so sicher. Den müssen wir echt hüten wie unseren Augapfel, den möchte ich nicht verlieren. Der ist so fix unterwegs. Vor allem brauchen wir den jetzt wieder. Dafür einen Abgang gemacht. Ha! Oh, ich dachte, ich könnte MLG machen, aber... Oh nee, okay. Ja, stimmt. Hier diese... Das ist ja absolut überflüssig hier. Hier ist auch hässlich vom Weg. Also richtig scheiße hässlich. Können wir sofort wegrationalisieren. Und hier, das passt doch gut. Verrückt, wenn da noch diese Aufhängung kommt. Also ich bin ein bisschen zu euphorisch, glaube ich. Aber es ist echt... bin ich froh, dass wir das angegangen sind. Da hatte ich mich so lange vor, ja, geziert, weil ich dachte, ach du Scheiße. Mammutprojekt. Aber sowas von... Ah, es wird sich halt einfach nur auszahlen. Ich hoffe, ich kann da irgendjemanden von euch abholen mit meiner Euphorie, aber ja. Auf jeden Fall echt cool. Bin ich echt gespannt, wo das doch hier seine Blüten treibt. Wird natürlich jetzt erstmal jetzt die Zeit in Anspruch nehmen, das hatte ich ja schon mal angekündigt. Das ist für Leute, die keine Baufolgen mögen, ja, die müssen jetzt hier durch. Aber gut, wer Abenteuerfolgen sehen will, der ist ja schon... Ja, ich möchte sterben. Der ist ja schon auf seine Kosten gekommen hier. Bei Abenteuer hatten wir genug. Also wirklich enorm viel. Habe ich irgendwas gemacht? Ja, ich hätte sogar was gebaut, verrückt. No. So, mal wieder 4. Ja, müsste uns aber ranhalten, muss ich ehrlich sagen. Ob das passt mit den 4ern? Vor allem clasht das da mit dem Haus. Weiß nicht, ob das bleiben kann. Ich möchte ungern Häuser abbauen. Aber wenn wir dann jetzt hier so kacke hier nur rankommen. Oder ob wir das besser hier an diesem Berg lang gemacht haben, so eine Hangelstrecke. Und dann da unten? Ich würde gerne... Ja, wir denken hier nochmal um. Wir denken hier nochmal um. Erstmal kommt hier dieser ganze Schmarrn weg. Spruce brauchen wir eh, deswegen ciao. Hier auch nochmal einen dicken Baum hier abholzen. Die können wir erstmal nicht gebrauchen. Die können wir immer noch am Ende pflanzen. Ich brauche hier keinerlei, auch hier so Zeug. Da auch noch hier. Boah, Alter. Ganz schön. Dicke Dinger hier. Ja, dann hier dieses ganze Zeug, hier, Doppelgras und so Geschichten, können wir mit Knochen mir dann auch nochmal schöner machen. Pilze, kann alles weichen. Es wäre natürlich sehr, sehr nett, würden wir auf dieser Höhe irgendwo hier unten rauskommen und dann kommt auch dieser Schmarrn hier weg. Dorffackeln hier, schön, wenn es die gibt, aber vielleicht dann doch nicht hier an diesem Ort. Okay. Musik passt auf jeden Fall schon zum ganzen Geschehen. Es wäre natürlich wild, wenn wir hier das machen könnten, ne? Wenn wir hier das könnten wir dann weiter aufschütten. Das könnten wir aufschütten, dann würde ich das hier auf dem... Genau, würde das hier irgendwo enden. Sagen wir mal hier. Ist das dann hier der erste? Ja, das wäre der erste. 2, 3, 4... Dann bauen wir hier die weg. Ja, da sind wir schon beim Ende der Folge angekommen. Das ist natürlich wild. Oder kommen wir mit dem Vierer-Taktik, kommen wir nicht hin. Würde ich behaupten, machen wir hier 2er. Machen wir hier 2er hin. Hatten wir hier angefangen hier, ne? Ja. Das ist eigentlich ganz gut, da können wir hier das immer machen und dann machen wir das hier weg und dann das hier. Ja, aber das wird dann auch eine Sache werden, die wird uns noch einige Folgen beschäftigen, wie schon angekündigt. Bettmerzblock hier. Boah, ich bin echt gespannt, ey. Meine Güte. Oh, Sternschnuppe. Da müssen wir noch wie ein Berserker hinrennen jetzt. Oh nein, wir können nicht.
Wir können nicht, nein. Wir können nicht. Direkt abstoßen. Ist sie nicht direkt hier drauf gefallen? Das ist nur Verarsche? Ist ja wirklich Verarsche. Und hier dieser Baumstamm, das ist, ja, sollte eigentlich ein normaler Baumstamm sein, hier wo solche Pilze dran spawnen, diese Project Vibrant Journeys. Ist aber dann hier über den Berg gespawnt, sieht natürlich auch total deppert aus. Die Erde, die nervt natürlich total von dem Haus. Aber an sich... An sich, das passt schon. Ja, okay. Hier kommen wir mit dem Vierer-Dingens nicht hin. Wir müssen schauen, welches Konzept sich da anbietet. Ich hoffe, wir kommen mit den Zweiern zumindest zurecht. Mit Dreiern nicht. Ich denke, erst wird so ein Zweier-Ding werden. Das ist natürlich Endstufe wild. Gut, ich bedanke mich abermals fürs Zusehen dieser Folge. Wir machen dann nächste Folge natürlich direkt weiter mit dem Ganzen hier. Ich bin echt gespannt, aber da haben wir das grobe Fundament schon fast gelegt. Dann geht's dann auch an diese Stelzen und so weiter. Das kriegen wir schon relativ flott noch gewuppt, das Ganze. Aber ja, ist trotzdem echt ein ambitioniertes Vorhaben. Ja, aber hier an der Stelle belassen wir das Ganze dabei. Ich bedanke mich abermals fürs Zusehen und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Hexe 2 wieder, wo wir das Ganze hier spaßig weiterbauen. Ich hoffe, ihr freut euch auch darauf und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.